Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, nachdem wir den Devastator ein bisschen erledigt haben, spielen wir jetzt mal hier ein bisschen Bumblebee. Wo ist denn der? Aha. Bumblebee Blaster und einfache MG, okay. Ah, okay, das ist wohl irgendwie so eine Mega-Attacke. Gut zu wissen. Na komm schon. Ein. Jack, du stehst mir im Weg. Aua. Wo geht mir das auf den Keks? Na, shit, ich glaube, so hoch komme ich nicht. So hoch komme ich nicht. Mami. Bam. Ta. Hey, 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 hey. So, jetzt lese ich mal kurz ein bisschen was. Ich habe nämlich ein paar Sachen gesammelt. Objekte. So, doch hier. Infologs. Cybertronia. Zugriff auf Teletran 1 Logbücher gewährt. Geheimhaltungsstufe Gamma. Frage: Was ist ein Cybertronia? Cybertronia sind Roboter-Aliens vom Fernplaneten Cybertron. Diese Roboter können ihre Form ändern und sich in Fahrzeuge verwandeln. Jede Cybertronia mit seltenen Ausnahmen hat einen alternativen Modus. Seit jeher beherrscht zwischen zwei bestimmten Gruppen von Cybertronien ein ständiger und schrecklicher Krieg, durch den Cybertron beinahe unbewohnbar wurde. Die heroischen Autobots kämpfen für Recht und Freiheit des Einzelnen, während die bösen Decepticons glauben, dass nur die Tyrannei Frieden bringt. Vor langer Zeit machten sie sich auf zu den Sternen und sowohl Optimus Prime, Anführer der Autobots, als auch Megatron, Anführer der Decepticons, gelangten schließlich zur Erde. Energonwürfel 1. Frage: Was sind Energonwürfel? Energonwürfel wurden als Speichermedium für Energon erschaffen, die Hauptenergiequelle der Cybertronier. Energonwürfel sind zum Hauptspeichermedium der Decepticons geworden, die so viel Rohenergon wie möglich aus jedem Planeten ziehen wollen. Energonwürfel sind meist stabil, doch ein ausreichend starker Schlag oder Blasterschuss kann zu einer heftigen Explosion führen. Plasmakern. Was ist ein Plasmakern? Plasmakerne sind uralte Geräte, die Generatoren auf der Erde ähneln und sehr viel Energie bergen. Im goldenen Zeitalter Cybertrons wurden mit Plasmakernen ganze Abschnitte des Planeten beleuchtet. Als Cybertron in Krieg und Ruin zum Opfer fiel, ging die Technologie zur Zersteuerung der Plasmaenergie tausende Male stärker als normaler Energon verloren. Tief in Cybertrons Kern befindet sich eine Kammer mit Plasmaenergie, die jahrtausende lang unberührt blieb, weil die Gefahr des Einsatzes zu groß war. Für das Cyberforming eines ganzen Planeten ist viel Energie nötig, damit die Insektikons versorgt werden können und molekulare Änderungen an dem Planeten vornehmen können. Daher ist für das Planeten Cyberforming Plasmaenergie unerlässlich. Ja, haben wir es auch mal gelernt. Aber ich muss gleich wieder niesen.
Ah, Entschuldigung. Hey, noch ein Lock. Wie funktioniert Cyberforming? Der von einem Plasmakern angetriebene Supercomputer Ferrotaxis überwacht Millionen von Insektikons und Terraklauen, die vorhandene Strukturen einreißen und jede beliebige Welt so umwandeln, dass sie cybertronische Leben beherbergen kann. Bei diesem Prozess, der als Cyberforming bekannt ist, werden die Oberfläche des Planeten sowie seine Kernelemente umgestaltet, wobei riesige Mengen Gestein und Mineralien zu Metallen und Energon umgewandelt werden, den lebensspendenden Blöcken aller cybertronischen Existenz. Hui! Hiya! Boom! Einen Krebsee gefangen. Neue Schauplatz-Artwork für die Galerie freigeschaltet. Yay! Yes. Was ist denn ein Krebsee jetzt schon wieder? Ja, es gibt auch. Mann, ist das geil, das ist aber so richtige Geschwindigkeit. So, wo muss ich denn lang? Ich hab vergessen, wo ich lang muss. Da kam ich, das habe ich schon. So, dann gehe ich mal da lang. Ja gut. Oh, wait, wait. Hä? Aua, Mann, nein, au. Hä? Alter! Oh shit! Hey, ihr habt doch gar keine Chance. Das war aber knapp. Das war aber verdammt knapp. Hä? Bitte. Ah, wieder Energie. So fühlt sich doch schon besser an. Die Bumblebee ist cool, der zuck, 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 voll schnell.
wind current is too strong to pass through, even in vehicle mode. You will have to find another route for now. Oh yeah. Ich glaube, so war das nicht geplant. Megatron, what is the meaning of this? Optimus, come to save the day, I presume? I am here to stop you from destroying the city. Stop me? Oh, Prime! You have no idea what you're really up against, do you? Who is really behind this? This is our home now, Megatron. We should respect it. No matter, Prime. I have no interest in destroying Earth. But I'm not opposed to making a few, shall we say, improvements? Stimme Megatron und bringe seine Pläne in Erfahrung. Erreiche seinen Sturmangriff Höchsttempo im Fahrzeugmodus und benutze Nahkampfangriff-Taste. Feindliche Schilde durchbrechen, aha. Oh, Mann, wie viel Leben hatten wir? Gut da. Bumblebee, du abgeheilt. What in Cybertron's name? Autobots, Megatron is headed for that steel tower. Move out. I will look around for more options. Follow me. Yay, wir sind hier wieder jemand anders. Na dann, beende ich an dieser Stelle mal die Folge. Mal wieder beim Charakterwechsel, natürlich Folge beenden, ist doch klar. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da.
Ansonsten sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.